So, meine Freunde, da sind wir nämlich jetzt hier aus dem Wasser rausgekommen und uns gerade eingecremt mit Sonnenschutzcreme. Und wir haben natürlich uns auch mit den Tüchern abgetrocknet. Natürlich. Man sollte ja nie nass in seine Klamotten reingehen, das ist ja ein bisschen eklig. Genau. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt im Wasser. Genau, geplanscht. Genau. Und sehr viel geplanscht. Also, genau. Da können wir mal jetzt weitermachen, endlich nach unserer Abkühlung. Erfrischung. Ja. Die tat richtig gut, ne, Toni? Ja, aber sehr gut. So, gehen wir mal endlich jetzt weiter. Gut, dann wollen wir zum nächsten Dungeon. Okay. Das Besondere am nächsten Dungeon ist allerdings, dass er sich in zwei Dungeon teilt. Also zwei Dungeons ist ein Dungeon. Also, genau. Achso. Okay. Moment. Ich muss mal kurz überlegen, wie wir jetzt am besten fliehen können. Wir sind jetzt in der Wüste. Genau. So, dann müssten wir jetzt, Moment, nach Osten. Genau. Da ist die Goldstadt. Genau, so ist es. Von da aus südöstlich. Ja, okay. Ungefähr. Bei einem krassen Gedächtnis da zu entnehmen. Du merkst ja, hier klar, alles. Hier. Haha. Ist das hier alles unter Wasser oder? Nee. Was so aussieht? Ja, also jetzt schon, aber das verändert sich gleich. Wir müssen jetzt erstmal im Palast rein. Ist das hier Moos? Sieht so moosig aus. Ja, das ist der Baumpalast. Oi, hallo. Der Imperator. Achso. Hallo, Kinder. Wollt ihr eine schlechte Nachricht hören? Haha. Boah, boah. Sobald ich alle 8 Siegel gebrochen habe, wird die Dracheninsel auferstehen. Mit dem letzten Siegel wird die Mana-Festung in dem Himmel emporsteigen. Nur zu dumm, dass ihr das nicht mehr miterleben werdet. Boah, boah. Ist der fies, der alte Sack. Wer will die Kinder? Du, der, die, da. Was ist? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Überlass sie mir. Okay. Mach's ja. Gut. Tschüss. Du bist der Dämonenritter? Jetzt. Ernsthaft? Ja. Den wir gerade besiegt hatten in Tasnika. Das war der. In der Tat, meine kleinen Sterblichen. Und jetzt verwandelt es sich in den sogenannten Plasmabeißer. Ha, ich spüre die Kraft der Hölle in mir. Spürt ihr sie auch? Nö. Tut mir leid. Wir alle sind Diener der Hölle und wir werden diese Welt beherrschen. Dazu müssen wir nur die Manifestung reaktivieren, um die Menschheit unter unsere Kontrolle zu bringen. Ja, am Arsch. Am Na Arsch. Dann. Muss gehen. Uff. Oh, das fängt ja schon gut an. Hearts Gas. Wow. Ja. Zauber Shield. Ja, das Besondere an dem Plasmabeißer ist, dass er viele verschiedene Zauberattacken beherrschen kann. 130, mein Freund. Danke. 129, mein Freund. Aua, der tut weh. Oh, 96. Aua. Oh. Komm. Venus Fliegenfalle. Aua. Oh, Shitte. Okay. Ah, da kommt er runter. Jetzt erstmal Zauberschwere. Weil der den Zauberschild aktiviert hatte. Oh, drauf gesprungen, ey. Hearts Gas. Oh, der geht mir auf den Sack. Hearts Gas. Komm, ich entziehe ihm mal ein paar Magiepunkte. Ja, das wäre ganz cool. Kann er nämlich nicht mehr so viel dann zaubern. Ich muss ja jetzt hier hin zur werten Dame. Ja, von dazu. So. Dann wäre ich uns mal Heilung verschaffen. Ja, und dann könntest du auch gleich eventuell Analyse auf ihn machen. Oh, 39 Magiepunkte. Lecker. Oh, falsch. Analyse. Wie viele Magiepunkte hat der denn? Analyse. Oh, hat der Leben. Wow. 38. 11.000 Erfahrungspunkte. Wow. Okay, er fürchtet keinen. 19. Oh, was ist das denn? Wow. Bing. Okay. Velociraptor. Wir wichsen mal irgendwelche Zaubersprüche in immer nein, hier, immer nein ins Fressblatt. Immer ach, nein. Ich mal gleich Leser-Inferno. Aber erstmal wieder heilen. Weil ich so achte auf uns. Ja, Mann, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat. 95. Laser-Inferno. Laser-Inferno. Okay, der kostet zwar 8 Magiepunkte, aber dafür zieht er auch... Bäm, ins Fressblatt, Laser-Inferno. Level 7.
Und? Wing, 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 ching, wing, 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 ching. 452, Mann. Wow. Und nochmal 129 rein ins Fressblatt. Boah, ist ja hardcore. Ja. Bam, 134 mit meiner Peitsche ins Fressblatt. Ich sag gleich mein bewusstes Wort wieder. Ja, okay. Hot's Gas. 209. 207 oder noch? Der Kollege. Scheiße. Zack, 64 ins Fressblatt. Boah, na warte, na warte. Geh los, ihr Lava-Welle. Feuerhagel. Lava-Welle, okay, kann ich auch machen. Fireball. Moment. Und Lava-Welle ins Fressblatt noch dazu. Was jetzt verglüht hier und auf 400, ey. Zack, man. Hot Gas. Okay, ich entziehe ihn mal wieder Magiepunkte. Wenn du weißt wo? Jetzt. Ja, ich weiß jetzt wo. Zack, Hot Gas. 30. Zack. 300. Oh Mann. 120 mit der Peitsche ins Fressblatt. was denn? Hast du gerade Angst? Ja, weil ich extrem wenig Leben habe, deswegen. Bling, schwing, schön nicht mehr. Okay, jetzt habe ich keine Angst mehr. Komm her, du Scheißvieh. Ich habe nämlich hier, ich habe nämlich nicht die übelste Übersicht über die Lebenspunkte. Ich bin so vorsorglich immer. Ha, er versucht jetzt zu zaubern, aber er hat keine Magiepunkte mehr. Geil. Jetzt kleine Walnuss ein. Zack, ja, mach's gut. Ich habe ihn reingeboxt. Oh, ins Fressblatt geboxt und war tot. Jawohl, geil. Zack. So muss es laufen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Yay! Sehr gut, und weiter geht's, Mann. Wie geil ist das denn? Von? Kriegen wir noch ein Orb? Nee, ne? Doch. Lanz ein Orb. Lanz ein Orb. Oh, wie gut. Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein. Doch, kann das wahr sein? Wie das wahr sein kann, Mann. Wie das wahr sein kann, Mann. Da! Über uns! Wir müssen da rauf! Wir müssen da rauf, unbedingt. Okay, dann gehen wir eben da rauf. Es ist lebenswichtig, dass wir da rauf müssen. Ja. Geh du mal Weil vor. Wir jetzt hier schon wieder Mana-Samen haben. Genau. Und der blinkende Mana-Samen. Das Siegel bricht. Wir schaffen es nicht. Nein. Ah. Oh Gott. Das darf nicht wahr sein. Oh nein, zu spät. Oh, jetzt ist alles zu spät. Boah. Nein. Alles zu spät. Alles zu spät. Raus und hier, eine Palme. Sofort. Raus hier sofort, sagt die sprechende Palme. Ja. Ach so. Okay, hallo, sprechende Palme. Ach so. Ich bin Harzinger, der Patron der Bäume. Ach so. Die Segel der Mannersamen sind alle gebrochen. Mhm. Schon bald wird diese Insel auftauchen. Das wird eine riesen Gaudi. Ah, da wird eine riesen Gaudi? Ja, moi. Ja. Und du? Wie, und du? Hm? Ich werde in meinem Palast bleiben und mit ihm untergehen. Einfach so? Coole Sache. Feigling, du könntest uns helfen, Mana zu retten. Das könnte ich, wenn Tantalus mich nicht verzaubert hätte. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Achso, trotzdem solltest du dich uns anschließen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, Mann. Ja, dann nix du. Kommst du nu oder wat? Kommst du nu? Ja, moi. Dann komm ich halt mit und helfe so gut wie ich kann. Ja, moi. Da kommst du mal mit oder wat? Kommst du? Hey, Harzinger schließt sich an. Oh, der bayerische Harzinger. Cool. Genau. Ja, der kann sehr gut bayerisch. Oh, ja? Softies. Ja, ich habe versucht auch bayerisch ein bisschen zu reden, aber das kann ich nicht so gut. Ich kann das sehr gut. Fast. Oh nein, die Erde bebt. Schnell, ruf Lufti, Mann. Ruf doch mal. Ja. Ja, und jetzt passiert was Schlimmes. Die Dracheninsel, die erhebt sich. Wie man sieht. Okay. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, erscheint Dracheninsel. Und die Musik jetzt, die hat sich auch verändert. Episch. Du steuerst jetzt Lufti. Achso. Landen auf B. Okay. Du bist ja sonst immer der Master des Fliegens. Da halte ich mich nämlich da raus manchmal. Oder immer. Oh ja. Ey, und jetzt sind hier Kämpfe. Yay. Hey, hallo Viktor.
Hallo, ja, Moment, Moment. Sonst nerven die uns. Die Scouts. Schon da in Peitschen erledigt man. So peitschenmäßig. Oh. Oh, toll. Ist das aufgetaucht. Und dort. Dort ist die Festung. Meine Truppen werden das Imperium daran hindern, die Festung zu erobern. Unter der Dämonenfestung liegt eine antike Stadt. Da müssen wir rein. Da müssen wir einfach rein, müssen wir da. Der Imperator arbeitet für die Unterwelt. Dieser Ort steckt voller Monster. Auch wenn das Schwert nicht die vollste Stärke hat, müsst ihr den Imperator aufhalten. Wir erledigen die Truppen des Imperators. Ihr kümmert euch um diese Soldaten. Ja, das ist der... Und der Chaosritter ist noch benebelt. Das ist der nächste Dungeon, die antike Stadt. Okay, da muss man bestimmt hier hochlaufen. Nee, wir müssen nach unten. Der ist unterirdisch, der Gang. Ach so. Aber... Wo geht's da lang? Ja, da geht's... Unten geht's hier lang. Okay, aber... Bevor wir in die... In den nächsten Dungeon gehen, müssen wir Harzinger trainieren. Okay, einen bayerischen Harzinger. Da geben wir dem mal ein Leberkäse und ein Weißwurst. Genau. Und dann also ist wir können bis unten hin können wir uns noch freikämpfen, aber danach müssen wir nochmal Harzinger trainieren. Okay, dann machen wir. Apropos, da fällt mir gerade was ein. Ich muss ja noch Harzinger erklären. Genau, mach mal bitte. Also, was haben wir denn hier? Die sogenannte Traumtulpe. Ja, wenn wir den Zauber auf unsere Gegner drauf buffen, dann sind die Gegner halt bewegungsunfähig und sind dann eingeschläfert. Dann könnt ihr nichts machen. Und der Harzgas, das hat also als beliebter Harzgas. Genau, das hat ja auch gerade der Plasmabeißer uns schon gezeigt, was er macht. Ja, wie kann man den jetzt am besten erklären? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Macht Schaden. Ja, der macht Schaden, das ist ja logisch. Ja, also der grüne Dampf, den man da sieht, der sammelt sich bei uns an. Und diese Energie übertragen wir halt an den Gegnern und dann explodiert der Gas und dann macht er Schaden. Ach so. Ja. Okay. Aber wohlgemerkt, also ja okay, sag ich gleich. Dann haben wir den Lebensdünger. Das ist jetzt eine Art Lebenswasser. Also wenn irgendeiner jetzt von uns tot ist, können wir auch Lebensdünger statt Lebenswasser benutzen. Da düngen wir dann die Person, auf dass sie dann wieder auf wieder Phönix aus Asche ersteigt. Genau, ja, so ähnlich ist das auch, Toni. Nicht schlecht. Ja, und dann haben Zauberschild. Wir den Zauberschild. Jawohl, der ist auch nützlich. Wenn wir halt den Zauberschild auf uns jetzt aufbuffen, dann können wir die magischen Attacken zurückschleudern. Das heißt, jetzt wird irgendein Gegner jetzt beispielsweise Hades-Granaten auf uns zu zaubert. Dann scheint zwar die Animation, aber nicht auf uns, sondern dann automatisch schon auf den Gegner. Und dann macht er schon selbst Schaden. Ja, also so ein Reflekt. Ist ja dann halt wie so ein Reflekt bei Luffy oder sowas, hast du auch so ein Reflekt da. Oder, ja, so ein Schild da erscheint auf dem Charakter und dann tut sie wieder reflektieren da. Ja, oder... Ist ja genau das gleiche fast. Auch bei, sag schnell, bei Final Fantasy. Da gibt's ja auch schon ein paar Zauber, die... Reflekt, glaube ich, heißen. Genau. Yay, wir können Pudding. Dann machen wir jetzt schon mal ein bisschen. Tun wir jetzt ja halt schon mal ein bisschen Harzinger machen. Ja. So, ein bisschen Harzinger trainieren. Blum, 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 blum. Warte mal, welcher Geist hat am meisten Schaden gemacht? Ich glaube, das war Nocturne, ne? Weiß nicht. Guck ich mal. Ja, guck mal. Level 7. Nocturne, Hardest Grenades. Und komm, zeig uns deinen Schaden. 170. Wow. Grenades. Ja, kann man zufrieden sein, ja. Nein, das war der falsche Pudding. Den wohl. Bam. Komm, geh down. Ja, wow. Okay. Jawoll, jawoll. Jawoll, jawoll. So muss das laufen. MP 166 mit der Peitsche gemacht, man. Einfach mal so. 22 Magiepunkte zurückbekommen, das ist gut. Oh, scheiße, eine Fratzentruhe. Wie kam das jetzt? Wie kam das? Bestimmt ausgepupst. Ausgepupst. Ja. Okay, die Panikente.
der Pudding, ja, die Truhe natürlich nicht. Toll. Natürlich nicht. Natürlich. Ja, das war nicht gut. Ach, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn einmal Zauberschild aktiviert worden ist bei uns, dann reflektiert der Zauberschild, den du neu gezaubert hast, auf unsere Gegner. Das ist ja geil. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Finde ich gut zu erklären. Nee, dann darf ich jetzt nicht zaubern. Shit. In der Mitte. Genau. Komm, gib Mörderkrütze. Ich versuche mal die... Oh, hast du gesehen, was für eine Fratze die blöde Truhe gemacht hatte gerade? Wahnsinn. 275. Ja. Beim Zombie-Fuchs. Was ist doch, ey. Oh, aua, scheiß Ente. Okay, ich lade mal kurz auf. Terrorente. Ja. 195 mit der Peitsche. Oh, die macht übrigens Schaden. Und eine Kiste. Oh nein, nicht schon wieder. Tatsache, der Pudding, der kackt Fratzentruppen aus. LOL. Das ist gut, ne? Oh Mann, bitte doch mal. Und eine Falle. Die böse Falle. Oh. Ein Lebenspunkt. Oh. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Ja, beziehungsweise die böse Falle, ne? Und wird reflektiert. Shitte. Dann ja? Mache ich eben Honig. Nee, obwohl, warte, Schokolade. Ja, okay, oder Bonbon, das reicht vollkommen. So reicht. Genau. Und 93 gehealt, diesen Pudding. Geile Sache. Und nur 44 von der Peitsche weggezogen. So, komm, in your face. Zock. Troll! Und abgewehrt, Trollolol. Scheiß Pudding. Ein harter Gegner, der Pudding. Ja. Oh, schon mal bis Level 5 auf Level, ne? Das könnte ein bisschen dauern. Oh, bis Level 5. Boah, krass. Wie die Leiste blinkt jetzt. Ja, richtig schön. Bam, Alter. In your face, Mann. Oh, krass. Level 5 ist ja krass. Mach das normal. Toll, wie ich Schaden verabreiche. Super. Ja, Junge, du machst auch ganz Mensch, schön... Junge. Und? Ja, bam, 256 in dein muss Gesicht. What's up? Ja, okay, nee, warte, dann lass uns jetzt mal kurz noch Hartzinger trainieren. Oh, Hartzinger? Ja, moi, my friends, ja, moi. Das sehen wir uns gleich wieder, ja, moi. Bis gleich. Was geht? Dürfen wir jetzt noch weitermachen? Okay, dann machen wir weiter. Einfach mal so, machen wir jetzt weiter. Ja. Dann machen wir jetzt mal hier so, irgendwie so weiter so. Ich mache jetzt mal von oben hier so. Rittermäßige Action, 126. Und 88 tot. In your face. Das ist einfach überlevelt. Einfach awesome. Pornös. Ja. Hier gibt's nichts. Nein. Hier gibt's auch nichts. Also, geh mal hier runter. Oh, klar. Was nun schon wieder? Zauberlevel 16. Zauberschild 16. Die Raupe, die wollte mich töten. Oh, du hast eins. Dann mach mal Kraftzug. Lass mal. Sofort. Aber er hat ja Zauberschild aktiviert, deswegen. Dann mach ich, okay. Da bin ich dran. Ich mach heute mal ein bisschen so die weibliche Seite in unserem Let's Play heute mal. Ah, ja. Schön zu wissen. Ja. Mach ich doch gerne. Danke. 999, so. Ja. Wohlgemerkt, das mit Hartzinger hat sich jetzt extrem in die Länge gezogen. War aber egal. Ja. Eigentlich. Oh, wieder. Aua. 75. Oh. Ich bin so neugierig wie immer, das ist der Wahnsinn. Weil ich nämlich mal noch weiter gucken wollte und noch weiter gucken wollte und hier gucken wollte. Endlich mal. Was hat sie denn nämlich nochmal? Hier die Peitsche. Die Schorf hinter den Ohren Peitsche. Genau. Geht bis natürlich 6, dann sind wir gleich fertig. Ja, oh, endlich. Dann hast du Ninja Shuriken nehmen endlich mal. Da bin ich schon scharf drauf auf die Ninja Shurikens. Super, danke Raupe. Raupi, mach halt noch. Ah. Ein brennender Ball. Der Luftballon hat gerade schön geblinkt. Ein brennender Ball und der fliegt ja mit seinem... Super, Sackkasse. Oh. Achso, hier kommen wir nicht weiter. Nein. Was ist das denn für eine Kacke?
Knickknack. Knickknack. Oh. Ups. Oh, das was gibt du? Es nicht. So, damit du ja okay. kein Zauberfeld aktivierst. In Cloud. Genau. Mana-Punkte geklaut. Geht down. In der Welt des Manas. Aua. Sechse. Oh, das ja. Hey, das war ein Move. Gut. Und er fliegt mit seinem Morgenstern weg. Ja. Daher von und zu. Drachenritter. Der sogenannte Chaosritter. Chaosdrachenritter. Und da schon wieder. Er tut es schon wieder. Oh, Level up. Aha. Und? Boom, boom. Klaue erreicht Level 4 und bist und so gut dran. Zum. Oh, Phantom. Oh. Phantom. Ich komme nicht raus, ne? Kein Kommentar. Da kleine Wicht gewesen, der kleine schwarze Wicht und dann verziehe ich mich wieder in die Truhe. Ja, aha. Der ist ganz schnell abgehauen wieder. Genau, guck mal bei der Klaue. Und wie weit du noch die Vega Klaue machen. Oh, du bist Level 6. Das kann noch dauern. Die Street Fighter Vega Klaue. Ja. Bam. Vega ist sehr bekannt. Ah, geh mal hier runter und hier runter und hier runter.